Hallo liebe Freunde des PB Hub, ich bin's wieder, euer Sascha Röder oder besser bekannt als ICPMS. Heute wieder mit einem kurzen Tech-Tipp-Video. Wie gesagt, wir behandeln jetzt in kurzen, kleinen Sessions die Fragen, die euch auf unsere Videos geleitet haben. Eben, es gibt so Fragen wie, das Sony meiner Matrix ist kaputt. Was kann ich tun? Wie kriege ich die Griffe an der DM auf? Mein Ultralight Airport an der DM geht nicht zu. Und da waren wir auch schon beim Thema. Die DM ab 2011 hat den Ultralight Airport, früher noch mit Schlauch. Die DIE NT 10 und 11 haben den eben auch schon gehabt. Den gibt es als Zubehör. Und schlauchlos gibt es das Airport von DIE, zu erkennen an diesem klitzekleinen Hebel, gibt es auch eben schlauchlos hier an der DM 1415 mit einem größeren Hebel, aber eigentlich unverändert sonst in der M2. Und bei manchen Leuten und bei manchen Luftsystemen ist dieser Hebel einfach ultra schwer zu bedienen. Das geht trocken, recht easy. Aber sobald ihr die Flasche draufschraubt, geht es eben nicht mehr da. Ich habe hier mein Mini-Luftsystem mit einem Mist-Regulator, der auch Mist ist und deshalb nur auf dieser kleinen Tech-Flasche sein Dasein fristet. So, ich schraube jetzt mal die Flasche drauf und versuche mal Luft auf den Markierer zu geben. Und es geht nicht. Ich könnte jetzt das Plastikding abbrechen, aber es geht nicht. Und es ist kaum noch Luft auf der Flasche, also es ist eigentlich kein Widerstand von der Luft da, aber es geht nicht. So. Was können wir jetzt tun, um dieses Problem zu lösen? Ihr bekommt eure Flasche, ihr bekommt das On-Off nicht aufgedreht mit eurem DIE On-Off. So, die Lösung liegt im Tech-Kit eures Markierers. Das hier ist das DIE Multitool. Das liegt seit der NT auch allen Matrixen und so weiter und der NT dabei. Ihr habt hier ein Set Inbusschlüssel, sehr praktisch. Ihr habt einen kleinen Kreuzschraubendreher. Ihr habt hier so O-Ring-Pick-Werkzeuge, so Zahnarztsonden. Ihr habt hier ein Messer, was auch gleichzeitig ein Schlauchschneider ist für die 6,3 mm Schläuche. Ihr habt hier einen Schraubenschlüssel für Füllnippel und Werstscheiben. Das hier ist ein kleiner Schlitzschraubendreher und ein Flaschenöffner. Und es ist nicht nur ein Flaschenöffner, sondern auch das Werkzeug, um den NT11-Bolzen aufzumachen. Und ihr habt dieses komische Pommesgäbelchen hier. Und dieses Pommesgäbelchen hier ist jetzt genau das Tool, was wir für unser On-Off brauchen. Lassen wir es mal ausgeklappt. So, das On-Off funktioniert so. Ihr habt hier einen Hebel. Der Hebel ist an einem Nocken dran. Und wenn ihr den Nocken bewegt, bewegt der einen Bolt-Pin hin und her. So, und wenn wir diese Schraube hier... Diese Schraube hier, die wir hier sehen, wenn die zu fest zugedreht ist, dann macht das Probleme, die Flasche aufzudrehen. Also, wir haben jetzt hier diese feste Schraube und die drehe ich jetzt mal eine halbe, dreiviertel Umdrehung raus. Also die muss gar nicht fest sein, ja? Wir drehen die Flasche rein. Können wir das On-Off wieder super easy bedienen. Das war auch schon wieder eins dieser kurzen Videos. Mein DIE On-Off ist verklemmt. Ich krieg's nicht zu. Was kann ich tun? Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Pommesgäbelchen, halbe, dreiviertel Umdrehung raus, die Schraube und alles geht wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Kommentiert fleißig mit hier unten drunter, was ihr als nächstes sehen wollt für ein Video. Und natürlich könnt ihr es auch im PP Hub selbst tun. Wenn ihr noch nicht gemacht habt, dann abonniert unseren Channel. So kriegt ihr direkt mit, wenn es ein neues Video gibt. So viel von mir. Wir sehen uns beim nächsten Tech-Tipp. Macht's gut. Tschüss.